coole Dinge, die in Virtual Reality bereits möglich sind. Part 3. Ist auf eine Runde Schach, wohnt aber zu weit von euren Schachbuddies entfernt und Chess.com langweilt euch langsam? In der VR-App ChessLab könnt ihr euch in 3D mit euren Freunden in ein paar super coolen Welten treffen. Hier gibt es zum Beispiel einen super klassischen Saal, Stonehenge mit abgespaceden Figuren, die sich bewegen und sogar gegeneinander kämpfen. Also echt cool designt und ich sitze hier mitten in Stonehenge und habe eine Schachpartie. Und noch andere coole Locations wie dieser kleine gemütliche Park hier. Wenn ihr alleine seid, könnt ihr aber auch gegen verschieden starke Computer spielen. Wenn ihr etwas Over-the-Board-Chess üben wollt für Turniere oder sonstiges. Und ihr müsst hier nicht die ganze Zeit die Controller nutzen, sondern könnt sogar per Handtracking spielen, was erstmal eine super coole Erfahrung ist, aber teilweise auch noch ein bisschen buggy. Mein Fazit: macht auf jeden Fall Spaß und ist ziemlich lustig. Ich vermisse aber zum Beispiel Features wie Analysen, um das Spiel danach auf Fehler zu checken. Aber sicher mal eine andere coole Möglichkeit, mit Freunden abends gemütlich eine Runde Schach zu spielen. Was sagt ihr? Wäre das was für euch? Oder eher ne?